Hallo und herzlich willkommen zurück zu Pikmin 4. Neue Höhle entdeckt. Hallo? Moment, hier soll eine Höhle sein. Ich werde die Koordinaten überprüfen. Mal sehen. Hä? Was ist das denn? Kaverne des Königs. Ja, Königs Easter Egg aus Pikmin 2, nämlich Louis ist der Käferkönig. Ja, weil er Tiere, ja, er liebt Tiere ein bisschen zu sehr und ja, kann sie quasi dann steuern und übernehmen, sage ich mal. Endlich konnte ich den großen Hund zähmen. Ich werde mich eine Weile in seiner Höhle verstecken. Die ist tief und es gibt eine Menge Snacks. Die anderen geben sicher bald auf und gehen nach Hause. Hallo? Louis Logbuch. Er muss sich irgendwo hier in der Nähe verstecken. Ja, super. Das ist der Beweis, nachdem wir gesucht haben. Er hat sich also tatsächlich mit dem riesigen Hund zusammengetan. Yo, ihr zwei, bitte seid ab jetzt sehr vorsichtig. 48 Schätze. Wilde Pikmin 6. Also du brauchst alle Pikmin. Okay. Es wird empfohlen, mit Blau zu starten. Okay. Nehme ich auch 30. Ach, ganz ehrlich, fighte ich halt mit den Lilanen. Aber eigentlich kämpfe ich gar nicht mit den Lilanen. Ich würde es vielleicht so machen. Weil wenn wir dann, eher so. Weil wenn wir dann wirklich am Fighten sind, dann kommt, ja klar, die Lilanen sind stark, aber wenn wir irgendwie rote Blumen bekommen, dann können wir die Blauen gegen die Roten umtauschen, weißt du? Dann haben wir rote, dann können wir die Blauen auch gegen die Gelben umtauschen, dann muss ich nicht Lilane opfern, weißt du? Und 20 Weiße? Das ist auch viel, also ich gehe lieber auf mehr Blaue. Ich bleib hier bei den 30, glaube ich. Lieber mehr Blaue, als dass ich da Lila da reinbutter. Nicht sogar so. Probier's. Let's go. Kaverne des Königs. Wie gesagt, ich glaube, das ist eine Höhle mit, 17, 18, 19, 20 Sublevels. Louis, komm aus deinem Versteck. Leise, Colin. Wenn Louis hier irgendwo in der Nähe ist, ist er auch der riesige Hund nicht weit. Wir brauchen eine Zellprobe von ihm, um ihn heilen zu können. Lass ihn auf keinen Fall entwischen. Oh ja, es wird ein Boss-Rush. Geil. Okay, man kriegt weiße Pikmin. Als allererstes... Lebt die wieder.
Ach so, Alter. Ich transportiere erstmal den ganzen Scheiß einfach ab. Hallo. Tja, Pech gehabt, ne? Ich konnte gerade nicht abtransportieren. Wahrscheinlich wegen diesem Glibber, ne? Mist. Mit den weißen Pfeilen. Wo ist die Blume? Nein. Ich bin sehr vorsichtig, ne? Ich kann nicht mehr machen, ne? Das Problem ist, dass hier diese scheiß Käfer sind, ne? Hallo? Ich kann mich nicht bewegen. Der lockt mich zu den Gegnern. Ja.
wollte das eigentlich ein bisschen spannender machen, aber... Aber... Dann halt nicht. Aber er kann einfach Tote wiederbeleben. Das ist so crazy einfach. Was ist das denn für ein Schatz, ey? Jetzt haben wir auf jeden Fall viele weiße Pikmin. Aber... Naja. Gehen wir weiter. Ich weiß halt nicht, ob ich Risky spiele. Also so ein bisschen auf... 5%. Boah, dann sind das ja doch... Dann sind es ja doch 20 Sublevel. Mann, ey. Kaverne des Königs, ja. Da werden wir 3 Parts für brauchen. Alter! Sieht das scary aus. Alter, der ist ja voll aggressiv. Oh, sieht das so ein Schutz. Nice. Okay, das ging sehr viel einfacher. Aber der, was war das denn für ein Rage? Punktkäfer, ey. Eieiei. Ja, 10%, ne? Scheiße. Ja, 20 Sublevel, ey. So viel gab's noch nie. Oder? So, ich meine, so viel gab's noch nie. Oh, nö. Schnapper. Gedacht. Also es konnte nur Schnapper sein oder irgendwas hat von oben runterfällt. Aber ja, das wird ein Boss Rush. Geil. Geil.
Zum Glück haben wir Lilane. Klar, wir hätten noch mehr Lilane haben können, aber... Ja, die Lilanen machen schon Spaß. Vielleicht hätte ich doch mehr Lilanen mitnehmen sollen. Aber ich habe halt gehofft, dass wir rote bekommen. Das waren alle Schätze, ne? Hat das Schicksal ist komplett. Nice. Ciao. Huiuiuiui. 15%. Ja, wir werden das wahrscheinlich in drei Teile aufsplitten müssen. Es gibt auch Bonus-Ebenen wahrscheinlich, wo es keinen Teil gibt, sag ich mal. Da gibt es dann so Recovery-Ebenen. Das gab's in Pikmin. Was ist das hier? Das gab's in Pikmin 2 halt auch. Was? Ach so, ja, macht die Viecher platt. LOL. Ja, okay, cool. Komm her! Kill ihn! Ja, passt. Jetzt aber! Ja. Ich muss den kleinen Käfer erstmal ignorieren, glaube ich. Ich weiß nicht, ob man sich seitlich an den Dingern verstecken kann. Ja. Natürlich. Natürlich macht die Kugel macht einen rechtwinkligen Dreh einfach auf meine Ecke, wo eigentlich super viel Platz war. Das hat man auch gesehen. Und dann auf einmal ist sie quasi kurz nach rechts, also von der anderen Seite aus gesehen, von links aus, von meiner Seite aus gesehen, einfach nach links gezogen und ja. Also, was für eine asoziale Scheiße ist das bitte?
Ja, alles schön. Noch saufen, sehr schön. Einen verloren. Achso, ja, die hat ihn gefressen, ja. Das war auch fies, ne? Du kennst halt die Spinne nur, dass du einen da reinschmeißen musst. Aber bei dem war das halt komplett anders. Jetzt haben wir ein Pikmin verloren. Das ist schlecht. Finde ich nicht gut. Ja. 7 Schätze erst. Pff. Alter, das wird so viel. Das wird so viel zu tun. Oh mein Gott, was ist das denn? Oh nein. Hinter mir ist ja direkt ein Gegner. Oder? Das sind 2 Gegner. Ja. Nee, ich sitze quasi auf einem Gegner drauf. Gott, ernsthaft? Ja, das war ja so klar, ne? Was macht die? Nicht so hören wie früher. Das muss ich im Spiel echt ankreiden. Das finde ich so scheiße. Dieses Aim-System und dass die Pikmin nicht hören. Was hauptsächlich mit diesem Aim-System zu tun hat. Lieder verloren, das ist schon schlimm. Ja, wir kriegen wahrscheinlich gleich eine Recovery-Ebene auf 7 oder 8. Also Ebene 7 oder 8. Wahrscheinlich auf 8. Scheiße, Louis! Oh, nee. Schnappe dir! Ah, das ist eine Recovery-Ebene. Okay. Hier kann man nämlich rausgehen. Das ist nämlich der Unterschied. Du kannst rausgehen. Könnte man auch machen, um das hörst du auch an der Musik.
Wenn du diese Musik hörst, hörst du halt so ein schönes, gechilltes. Ne? So, und wie ich gesagt habe, jetzt gibt es auch andere Pikmin da. Eis-Pikmin holen, lila Pikmin wieder aufstocken, ne? Aber wir wollen natürlich noch den Schatz haben. Achso, hier gibt's noch mehr. Immer direkt am Anfang gesagt und du sollst mit Blauen hier reingehen. Da verstehe ich überhaupt nicht. Siehst du? Da ist schon wieder dieses scheiß Angesehen-System. Manchmal funktioniert es, manchmal funktioniert es nicht. Alter Schwede. Hier kannst du immer noch sterben. Obwohl es eine Recovery-Ebene ist. Teil hier, ne? Plopp. Gut, dann bedanke ich mich fürs Zusehen. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ebene 7. Bis dahin, haut rein und tschüss.